Ja, ich wünsche einen schönen guten Morgen allerseits. Heute ist wieder ein bisschen entspannteres Programm, weil also gestern mussten wir 13 Seiten im Skript umschaffen, heute nur 8. Also das ist wieder ein bisschen gemütlicher. Wir haben gestern über das Riemann-Integral geredet und im Prinzip haben wir zumindest rein mathematisch eher harmlose Integrale betrachtet, die halt harmlose Funktionen und die sind auf irgendwelchen harmlosen Mengen definiert. Das lassen wir jetzt sozusagen wegfallen, dass das ein bisschen schwieriger wird. Und das führt zum Begriff des uneigentlichen Integrals. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, was an Schwierigkeiten jetzt so auftreten kann. Das eine ist, wenn man mehr Funktionen kennt als Polynome und Exponentialfunktionen, dann weiß man, dass es Funktionen gibt, die meinetwegen an irgendeiner Stelle b nicht definiert sind. Also, was weiß ich, zack, 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 zack. Und die Funktion macht hier irgendwas, dass sie sehr groß wird. Und jetzt möchte man vielleicht trotzdem sagen, naja, was ist das Integral von a bis b? Was ist die Fläche unter dem Graphen der Funktion, die halt hier unbeschränkt wird? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Ich meine, solche Funktionen gibt es, die kennt ihr mittlerweile. Und was man sich auch fragen kann, das ist dann auch eine Frage, die in der Physik häufig vorkommt, man fängt an der Stelle A an, eine Funktion zu integrieren und die Funktion geht halt, sagen wir mal, die ist bis ins Unendliche hinein definiert. Und jetzt möchte man an der Stelle A los integrieren, aber man möchte im Prinzip nirgendwo aufhören. Man geht beliebig weiter. Das kann zum Beispiel sein, dass man in der Elektrodynamik irgendein Potenzial hat. Und jetzt möchte man sagen, im Unendlichen ist das Potenzial 0. Ja, da muss man einmal bis ins Unendliche hinein integrieren. Dann braucht man so einen Grenzprozess. Und das sind jetzt beides, so wie es da steht, im Prinzip undefinierte Objekte. Nicht, weil ich meine, gut, hier kann man hinschreiben, ja, Integral a bis b, f von x dx. Und jetzt, was macht man naiv? Man rechnet das Stammfunktion aus. Und dann hat man hier halt f von b minus f von a. So, das Problem ist aber jetzt gerade, was soll das hier sein? Die Funktion klein f ist ja an der Stelle b überhaupt nicht definiert. Und jetzt das wirkt dann noch viel komischer, wenn man das hier macht. Na gut, die untere Grenze ist a, da kann man sich darauf einigen. Was soll die obere Grenze jetzt sein? Ja, dann schreibt man halt mal unendlich hin und dann hat man hier halt f von x dx. Ja, aber wie will man das jetzt mit einer Stammfunktion schreiben? Was soll groß f von unendlich sein? Und um solche Probleme in den Griff zu bekommen, definiert man sich ein uneigentliches Integral wie folgt, dass man das als Grenzwert eines eigentlichen Integrals auffasst. Also wir nehmen uns eine Funktion f, die auf AB definiert ist und nach R abbildet. AB ist jetzt ein halboffenes Intervall. Am Punkt A soll die Funktion definiert sein und am Punkt B, ja, das ist entweder ist die Funktion nicht definiert oder B liegt sehr weit draußen im Unendlichen. Und diese Funktion f, die heißt uneigentlich. Naja, Riemann integrierbar, aber Riemann sagt man eigentlich nicht immer dazu. Also wenn man zumindest in der Praxis von Integrierbarkeit redet, ist das immer das Riemann-Integral, weil sich das Riemann-Integral doch historisch durchgesetzt hat. In der modernen Mathematik verwendet man dieses Spielzeugintegral nicht. Da gibt es bessere, aber in so ziemlich jeder Anwendung macht man es halt trotzdem, weil es halt der erste wirkliche Integralbegriff war. Auch sonst, die Integration ist schon über 2000 Jahre alt. Schon Archimedes hat angefangen, vielleicht nicht mit dem Begriff der Funktion, wie wir ihn heute kennen, aber im Prinzip hat er auch sowas gemacht. Er hat Flächenstücke unterteilt und im Prinzip tatsächlich auch schon sowas wie einen Grenzprozess gemacht. Natürlich alles ganz anders aufgeschrieben. Das ist historisch immer so. Die Maxwell-Gleichungen zum Beispiel wurden auch erstmal irgendwie aufgeschrieben. Am Anfang waren es, glaube ich, 20 Stück noch. Und erst über die Zeit hat man erkannt, das kann man auf 4 eindampfen. Und wenn
wenn man noch ein bisschen weiter geht, kann man es auch auf 2 eindampfen, aber das ist ein bisschen zu viel des Guten. So, so eine Funktion heißt uneigentlich Riemann-integrierbar, wenn folgender Grenzwert existiert. Das Integral von a bis b, f von x dx, soll existieren, aber das ist ja eben nicht definiert. Und deswegen definieren wir das als den Grenzwert eines eigentlichen Integrals. Bei a können wir problemlos losintegrieren, das macht ja nichts. Und jetzt integrieren wir mal von einfach nur bis c, f von x dx. Wir integrieren erstmal nur bis c. Und c stellt man sich jetzt vielleicht vor, das ist irgendein Punkt, der noch kurz vor dem b ist. Weil hier ist es alles harmlos am Punkt c. Ja, und was macht man am Ende? Erstmal rechnet man das hier aus, das ist vollkommen definiert. Und dann lässt man c gegen b gehen. Und wenn dieser Grenzwert existiert, also das ist die Definition des uneigentlichen Riemann-Integrals, wenn das hier existiert, heißt die Funktion uneigentlich Riemann-integrierbar. Und ich meine, man wird vielleicht schon eine gewisse Intuition haben, wann sowas existiert. Nur ist da die Intuition tatsächlich, die führt einen schnell auf falsche Fährten. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, wo man schon sehen kann, dass das dort ein bisschen schwieriger ist, wenn man, also man kann es vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen, dass sowas überhaupt existiert, weil wir nehmen uns mal zwei Funktionen, die relativ ähnlich aussehen. Wir nehmen die Funktion f, die auf 1 und endlich definiert ist und nach r abbildet. Also wir betrachten jetzt gerade, nehmen wir das mal, das sind uneigentliche Integrale vom Typ 1 und das sind uneigentliche Integrale vom Typ 2. Betrachten wir mal gerade Integrale vom Typ 2, wo halt die Funktion, wir wollen bis ins Unendliche hinein integrieren. Und wir nehmen jetzt die Funktion f von x gleich 1 durch x und des Weiteren nehmen wir gleich die Funktion g, die auch auf 1 unendlich definiert ist, nach r abbildet. Und die soll 1 durch x Quadrat sein. Wenn man das jetzt plottet, das wird, also qualitativ ist das nicht so der wahnsinnige Unterschied. Weil wenn man jetzt bei 1 anfängt, das 1 durch x geht halt irgendwie gegen 0. Also bei 1 gehen sie beide durch den Punkt 1. Das geht gegen 0 und das Quadrat geht halt etwas stärker gegen 0, nicht? Weil das Quadrat macht die großen Zahlen noch größer, wenn man dadurch teilt, noch kleiner. Also wenn man mal, das hier soll die Funktion sein. Und jetzt machen wir noch das 1 durch x Quadrat, zeichnen wir auch noch ein. Ja, das wird vielleicht ungefähr so aussehen. Das ist halt so, im Prinzip sehen sie sich relativ ähnlich. Und jetzt kann man es einfach mal ausrechnen, die uneigentlichen Integrale. Integral 1 unendlich f von x. Das ist Integral 1 unendlich 1 durch x dx. So, was ist eine Stammfunktion zu 1 durch x? Also gut, erstmal machen wir das mal Limes b nach unendlich. Integral 1 bis b. Dann haben wir schon mal das erste Problem gelöst und jetzt rechnen wir nur noch dieses harmlose Integral erstmal aus. Und eine Stammfunktion zu 1 durch x ist natürlich der Logarithmus. Im Prinzip ist der Logarithmus vom Betrag von x, aber x ist hier positiv. Also ist das einfach nur Limes b nach unendlich. Logarithmus von x von 1 bis b. So. Also, wenn man 1 durch x hat, nicht irgendwelche Potenzregeln oder diese Integrationsregeln für die Potenz verwenden, das geht nur, das geht hier nicht. Das geht für alle anderen Fälle, 1 durch x Quadrat, 1 durch x hoch 3, x, x hoch 2, da kann man diese Regel verwenden. Aber für 1 durch x ist eine Stammfunktion der Logarithmus. Und naja, dann rechnet man das halt aus. Was ist das? Das ist Limes b nach unendlich, Logarithmus von b, ja, minus Logarithmus von 1, das muss ich gar nicht hinschreiben. Ja, was hat der Logarithmus für eine Eigenschaft? Der ist unbeschränkt. Der wächst zwar relativ langsam, aber er wächst und da kommt unendlich raus.
So, also die Fläche unterhalb der blauen Funktion ist unendlich groß. Und jetzt machen wir natürlich dasselbe Spielchen nochmal für die Funktion g. Also Limes b nach unendlich. Integral 1 b, 1 durch x Quadrat dx. Und da kann man jetzt wirklich diese Potenzregel für das Integrieren hernehmen. Da ist eine Stammfunktion minus 1 durch x, 1 b. Jetzt macht man obere Grenze minus untere Grenze. 1 minus 1 durch b. Wenn man das noch ein bisschen vertauscht mit dem Minuszeichen, ja, der Grenzwert ist natürlich geschenkt, der ist 1. Also die Funktionen, qualitativ sehen sie relativ ähnlich aus. Und man mag so auf den ersten Blick hinschauen, ja, die fallen im Unendlichen ab. Die Fläche können schon endlich sein. Naja, aber die blaue Funktion fällt halt zu langsam ab. Und die 1 durch x Quadratfunktion fällt schnell genug ab, dass die Fläche existiert. Endlich ist. Da seht ihr jetzt vielleicht schon eine Analogie zu den Reihen. Das werden wir auch nachher kurz noch machen. Wenn man das hier als Reihe, wenn das eine Reihe wäre, hat man die 1, da hat man die harmonische Reihe, die divergiert. Und die 1 durch k Quadrat oder n Quadrat Reihe, die konvergiert. Zwischen Reihen und Integralen gibt es einen Bezug, den wir gleich noch ansprechen. Im Skriptum ist noch ein weiteres Beispiel, wo mal für den Typ 1 das nochmal gemacht wird, wo man 1 durch x von 0 bis 1 integriert, kommt unendlich raus, und 1 durch Wurzel x von 0 bis 1 integriert und dann kommt wieder was Endliches raus. Also auch wieder Funktionen, die qualitativ relativ ähnlich aussehen und trotzdem kommt einmal 1 und einmal unendlich raus. Also bei uneinigen Integralen ist es ein bisschen gefährlich, nur den Graphen anzuschauen und zu sagen, das existiert. Da muss man in aller Regel doch rechnen oder Argumente finden. So, jetzt gibt es für Integrale im Prinzip zwei wichtige Möglichkeiten zu entscheiden, existieren die. Das eine habe ich gerade demonstriert, das ist einfach ausrechnen. Das ist so der natürliche Weg, den man gehen würde. Man macht halt diesen Grenzprozess, dann integriert man erstmal gemütlich, man findet eine Stammfunktion und dann schreibt man das halt hin. Das Problem ist aber, das habe ich gestern, glaube ich, ich habe es erwähnt, aber glaube ich nicht wirklich an Beispielen deutlich gemacht. Es gibt relativ simple Funktionen, die keine simplen Stammfunktionen haben. Dann kann man dieses Integral nicht einfach ausrechnen, indem man hier die Grenzprozesse, indem man eine Stammfunktion findet. Und dann braucht man wieder was anderes. Und da gibt es, ich habe es ja gerade schon gesagt, Integrale und Reihen sind ja nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Und für die Reihen hatten wir ein Majorantenkriterium und genau das gibt es auch für die Integrale. Das schreibe ich jetzt ganz kurz hin. Und wenn man das beweisen wollen würde, könnte man den Beweis tatsächlich über Reihen führen wieder. Also das läuft am Ende wie das Majorantenkriterium für Reihen. Also, Majorantenkriterium, das sieht schon sehr ähnlich aus wie das Majorantenkriterium für Reihen, nur stehen halt Integrale da. Also wir nehmen zwei Funktionen, also das machen wir wieder kurz. Das Integral ab f von x dx, das existiert, wenn ein g existiert. Wenn eine Funktion g existiert, sodass das f im Betrag kleiner gleich g ist und das Integral, also diese Ungleichung muss natürlich für alle x aus ab gelten und das Integral über g muss existieren. Also auch da ist es gut, wieder die Anschauungen zu haben. Wir nehmen uns eine Funktion, von der wir ein uneiniges Integral ausrechnen wollen. Eine Funktion f. Ja, machen wir die vielleicht, dass es eher ist die Funktion g geeignet, die ich wählen möchte. Nehmen wir die Funktion f.
Die soll meinetwegen so aussehen. So, jetzt finde ich eine Funktion g, die f beschränkt. Das tut ja die Funktion g, das ist eine obere Schranke an f. Und wenn ich mich jetzt für die Funktion g entscheiden kann, das Integral über g existiert, also anschaulich gesprochen, die Fläche unter der orangen Funktion ist endlich, dann ist auch die Fläche unter der blauen Funktion endlich. Und das ist eben immer ganz nett, weil meinetwegen ist f wieder eine Funktion, wo es schwierig ist, eine Stammfunktion zu finden. Und wir finden eine obere Schranke an f und von g können wir ganz leicht eine Stammfunktion finden. Ich habe mir gerade ein Beispiel noch ausgedacht, bevor ich mit der Vorlesung angefangen habe. Machen wir das halt mal kurz, weil das ist nämlich ganz schick, wo man mal, machen wir mal eine Funktion, die sehr einfach aussieht. Die ist auch nicht einfach und die ist auch einfach. Und die kommt in der Praxis auch regelmäßig vor. Wir nehmen als Funktion f eine Gauss-Kurve. Also eine Funktion e hoch minus x Quadrat. Also das ist mit ein paar Konstanten, die noch dazu müssen, die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion der Normalverteilung. Die sieht so aus und die ist in der Praxis relativ, nicht nur relativ, sehr häufig. In der Physik sind 95, 96% aller stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen Gauss-Verteilungen. Auch wenn man irgendwas macht und lange Zeit wartet, tun sich sehr viele Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Gauss-Verteilung annähern. Und da interessiert man sich jetzt auch für die Fläche unter dem Graphen. Weil wenn ich jetzt meinetwegen von 1 bis 3 die Fläche unter dem Graphen, von minus 1 bis 3, die Fläche unter dem Graphen haben möchte, diese Fläche gibt mir die Wahrscheinlichkeit an, dass eine gewisse Zufallsvariable einen Wert zwischen minus 1 und 3 annimmt. Da möchte man die Fläche unter dem Graphen haben. Was ist jetzt das Problem? Wenn ihr Mathematiker anwerft und diese Funktion eingibt, dann kommt was raus. Also zum Integrieren. Und was kommt da raus? Da kommt eine Funktion raus, die Stammfunktion ERF von x. Das ist die sogenannte Error Function. Das ist die gaußsche Fehlerfunktion. Das ist eine erfundene Funktion. Ich meine, die Exponentialfunktion ist im Prinzip auch erfunden. Die kommt in der Natur nicht vor. Das ist nur ein Objekt in unserem Gedanken, was gewisse Sachen modelliert, aber wer hat schon mal draußen aus dem Fenster geschaut und Exponentialfunktionen rumhüpfen sehen? Und genauso gut hat man sich das hier halt einfach definiert. Das ist eine Funktion, die kann man nicht durch elementare Funktionen zusammenbasteln. Aber es ist eine Funktion, die so definiert ist, dass die Ableitung das hier gibt. Aber es gibt eben für diese einfache Funktion, die ist ja nicht schwer, die ist auch wunderschön unendlich oft differenzierbar und sonst wie, gibt es keine elementare Stammfunktion. Und jetzt möchte ich, gut, ich sag mal, die Funktion f, die soll auf 1 unendlich definiert sein und nach r abbilden. Und jetzt möchte ich aber wissen, existiert dieses Integral? Ich möchte es nicht damit die Fläche ausrechnen, das muss man mit dem Computer machen, anders geht es nicht. Aber ich möchte mal wissen, existiert das Integral 1 unendlich e hoch minus x Quadrat? Ist es überhaupt endlich? Die Intuition, die man hier haben kann, ist, definitiv ist das endlich, weil eine Gauss-Kurve geht sehr schnell gegen Null. Das hat nicht so Probleme, dass es zu langsam abfällt. Eine Gauss-Kurve ist wirklich angenehm. Und was kann man tun? Man muss eine Majorante finden. Die Majorante finden wir mal kurz hier daneben. Also die Majorante habe ich mir vorhin im Kopf ausgedacht und dann kurz nachgerechnet, dass es wirklich eine ist. Weil ich habe da einfach mal den Ansatz gemacht. Mal schauen, ob e hoch minus x Quadrat kleiner ist als e hoch minus x. Weil wenn das erfüllt ist, dann ist e hoch minus x das, was hier die Funktion g ist. Also das stimmt auch, das rechnen wir gleich nach, aber mit der Funktion g von x gleich e hoch minus x, e hoch minus x gilt was? Es gilt zum einen, dass f kleiner gleich g ist, für jedes x aus 1 unendlich.
Und das Integral von 1 bis unendlich über g, das existiert natürlich. E hoch minus x kann man elementar integrieren. Das ist Integration von Exponentialfunktionen und da kommt 1 raus, das Integral existiert. Das heißt, wenn wir jetzt das noch zeigen können, wissen wir, das Integral hier existiert. Wo wir überhaupt nicht ausrechnen können, was ist die Stammfunktion. Ja, und sowas rechnet man einfach nach. Schauen wir mal, ob das Wahres rauskommt. Logarithmieren wir mal, dann steht minus x Quadrat ist dann gleich minus x da. Einmal Logarithmus zur Basis e. Dann kann man das Minuszeichen, tun wir mal weg. Wir dividieren durch das Minuszeichen. Was passiert dann mit der Ungleichung? Dreht sich einmal um, nicht vergessen. X Quadrat ist kleiner gleich x. Jetzt können wir durch x dividieren. Jetzt habe ich es gerade eben nicht gemacht. Größer als x. Jetzt können wir durch x dividieren. X ist ja immer positiv aus 1 unendlich. Das heißt, da dreht sich kein Ungleichheitszeichen mehr um. X ist größer gleich 1. Und wieso ist das für uns in Ordnung? Wir wollen ja nur das Intervall von 1 bis unendlich überhaupt anschauen. Jetzt kann man sich, wenn man das, den Beweis jetzt ordentlich aufschreiben wollen würde, geht man wieder nach oben. Man fängt hier an. X ist größer gleich 1, das ist eine wahre Aussage. Das haben wir ja. Macht man das und dann kommt man hier raus. Also in der Mathematik auch da. Man arbeitet am Anfang erstmal vielleicht ein bisschen schlampig. Das ist ja nicht schlampig, aber von der Logik häufig rückwärts. Dass man mal so da anfängt und ja, passt. So. Ja, im Skriptum ist das Beispiel 621, das ist ein bisschen ein anderes Beispiel, aber wir haben jetzt schon eins gemacht. Und was ich jetzt noch sagen möchte zu der Verbindung zwischen Reihen und Integralen, ist das sogenannte Integralvergleichskriterium. Und das ist ganz nett. Aber das ist ein weiteres Konvergenzkriterium für Reihen. Wir nehmen uns eine Funktion, also Satz. Wir nehmen uns eine Funktion von 1 unendlich nach r. Die soll monoton fallend sein. Also wenn sie monoton ist, dann ist sie definitiv schon mal integrierbar. Das ist ja ganz nett, wenn man Integral ausrechnen möchte. Dann gilt, wenn die Reihe n gleich 1 unendlich fn existiert, also der Grenzwert, das ist ja der Grenzwert, wenn das existiert, existiert auch das Integral von 1 bis unendlich f von x dx. Und es geht in beide Richtungen. Das ist insofern jetzt ganz praktisch, wenn ich eine Reihe habe. Das ist nämlich jetzt der interessante Punkt. Das ist nämlich der Unterschied. Das hier ist ein diskretes Objekt. Wir haben ja abzählbar viele Ks, die wir in die F, abzählbar viele Ns, die wir in das F einsetzen. Das ist was Diskretes. Das Integral hier, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und man mag ja eigentlich denken, zunächst ist das Integral ja schon schwieriger, weil es ist kontinuierlich. Diskret, das kann man sich relativ gut vorstellen. Kontinuum, puh. Und das ist ja auch so, wenn man jetzt, was weiß ich, die kleine Schwester aus der 6. Klasse bespaßen möchte. Dieses Objekt hier kann man, glaube ich, noch relativ gut erklären. Man muss ja nicht unbedingt dieses böse Zeichen hier verwenden und das Unendlich kann man ja auch mal unter den Tisch fallen lassen. Aber was macht man hier? Ja, man summiert halt auf. Summe n gleich 1 bis unendlich, 1 durch n. Ja, das ist 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4. Das ist greifbar. Eine Sechstklässlerin, würde ich sagen, kann man schon verstehen ungefähr. Man muss ja nicht den Grenzwert ausrechnen, den gibt es ja auch nicht wirklich, aber das ist ein greifbares Objekt. Jetzt erklärt eurer Schwester aber mal, was das hier ist. Wenn ihr das schafft, ist eure Schwester entweder besonders klug oder ihr seid besonders gute Didaktikerin und Didaktiker. Aber ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Das ist ein ziemlich schwieriger Prozess. Trotzdem würdet ihr, glaube ich, jetzt intuitiv sagen, das finde ich trotzdem schöner. Warum? Ja, kennst du aus der Schule? Und man kann das auch wirklich mal ausrechnen zwischendurch.
Das hier ist immer ein bisschen nervig, weil ja, hin und wieder funktioniert mal eine Teleskopsumme, vielleicht ist es mal eine geometrische Reihe oder eine andere Reihe, aber im Prinzip ist es ziemlich schwer. Während es hier konkrete Techniken gibt, einfach, es ist schon sofort integrierbar, was ein Polynom ist zum Beispiel. Also, ich meine. Davon könntet ihr sofort ausrechnen und schauen, ob das existiert. Ja, okay. Ja, wenn man das jetzt als Reihe schreibt, ist das auch relativ langweilig. Weil das ist keine Nullfolge und dann ist es natürlich keine existente Reihe. Aber mal angenommen, die existieren jetzt mal kurz. Das hier ist sofort auszurechnen. Das hier ist wieder irgendwas total schwer zu entscheidendes. Also der Übergang zwischen diskret und kontinuierlich ist. Manchmal ist das eine besser, manchmal ist das andere besser. Das hier kann man sich vielleicht besser vorstellen. Da kann man häufiger mathematisch rigorose Argumente finden, warum irgendwas gilt. Aber das hier kann man häufig einfach besser ausrechnen. Und das macht man auch in der Modellierung, in der theoretischen Physik häufig, dass man irgendwas Diskretes hat und man macht es kontinuierlich. Weil das Kontinuierliche kann man wirklich ausrechnen. Meinetwegen durch Finden von Stammfunktionen oder sonst was. Und das ist halt der Sinn von diesem Kriterium. Rein ist vielleicht ziemlich schwierig zu entscheiden. Existiert die? Für Integrale relativ simpel. Okay, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht unbedingt noch ein Beispiel machen. Das ist ja relativ klar, denke ich. Also statt dem Objekt schaut man sich halt das hier an. Also die nützliche Implikation ist in aller Regel die hier. Weil das hier kann man schön ausrechnen, in aller Regel zumindest. Vielleicht hoffentlich. Ne, eigentlich nicht in aller Regel, weil in aller Regel gibt es für diese Funktionen keine schönen Stammfunktionen. Wir zeigen euch nur die paar Beispiele, wo es eine gibt. Aber für die paar Beispiele ist es dann zumindest angenehm zu entscheiden, dass diese Reihe existiert. So. Dann haben wir die Integrale mal hinter uns. Und wir machen jetzt ein nettes Thema. Das gefällt mir sehr gut immer. Obwohl es eigentlich nicht so wahnsinnig beliebt ist, aber wir beschäftigen uns mit Funktionenfolgen. Und Funktionenfolgen sind wirklich verdammt wichtig. Also auch in der Praxis braucht man die. Weil was man in aller Regel, also schauen wir uns mal kurz an, was überhaupt so eine Funktionenfolge ist. Ich würde euch hier so ein bisschen darauf hintrimmen, dass ihr diese Worte, die wir euch geben, ganz wörtlich nehmt. Weil das ist häufig so, dass da irgendwie Begriffe nicht so ganz verstanden werden. Was ist eine Funktionenfolge? Wörtlich eine Folge von Funktionen. Was wir bisher betrachtet haben, waren Folgen von Zahlen. Also sich. Der Geist des Mathematikgebäudes. Wir nehmen uns eine Folge, ja, an gleich 1 durch n hoch 15. Und dann kann man das durchgehen. Was ist das? Das ist 1, 1 durch 2 hoch 15, 1 durch 3 hoch 15 und so weiter. Was machen wir jetzt? Wir nehmen Funktionenfolgen, fn. Von x, die hängen jetzt natürlich, Funktionen hängen von der Variablen ab. Und dann nehmen wir meinetwegen Sinus von n Quadrat x. Was haben wir dann? Na, für n gleich 1 steht hier Sinus von x. Für n gleich 2 steht hier Sinus von 4x. Für n gleich 2 steht hier Sinus von 9x. Das ist eine Folge von Funktionen. Ganz viele Sinusfunktionen. Nehmt diesen Begriff einfach nur wörtlich und dann kommt was Sinnvolles raus. Genauso bei, was weiß ich, Taylor-Polynom. Das Polynom steht nicht hinten dran, weil es schön hinpasst, sondern weil das Taylor-Polynom ein Polynom ist. Wenn ihr ein Taylor-Polynom hinschreibt, macht es wenig Sinn, hinten noch plus groß O von sonst was hinzuschreiben. Das wäre die Funktion, aber nicht das Taylor-Polynom. Ja, dann gibt es Punktabzug. Konvergenz, Radius. Der Radius steht nicht da, weil er das Wort Konvergenz schön ergänzt, sondern weil es ein Radius ist. Das
größtmöglichen Kreises, auf dem die Potenzreihe konvergiert. Da reden wir auch gleich nochmal kurz drüber. Diese Dinge muss man wirklich wörtlich nehmen. Das ist nicht einfach nur, steht irgendwo in dem Lehrbuch, sondern die haben alle eine Bedeutung. So, jetzt kann man sich vielleicht schon denken, ja, wie immer, wir müssen jetzt über die Konvergenz von diesen Objekten hier reden. Und das ist hier ein bisschen schwieriger als bei Folgen, weil jetzt kann es ja durchaus abhängen von dem x, was wir hier einsetzen, ob das überhaupt konvergiert. Weil nehmt euch eine ganz einfache Funktionenfolge, mit der wir heute auch arbeiten werden, x hoch n, also n ist wieder eine natürliche Zahl. Da hängt es jetzt stark von dem x ab, was wir hier einsetzen, ob das überhaupt existiert. Weil sobald ihr ein x einsetzt, ist es eine normale Folge. So, machen wir mal. Setzen wir mal x gleich 1 ein. Was haben wir dann? Sagen wir die Folge 1 hoch n. Ja, die geht gegen 1. Machen wir x gleich 2. Ja, 2 hoch n, es geht gegen unendlich. Und für 3, 4 und alles, was irgendwie größer als 1 ist, geht es definitiv nach unendlich. Na, x gleich 0. Dann haben wir 0 hoch n. Oder dann machen wir x gleich 1/2. Dann haben wir 1/2 hoch n. Na, das ist eine Nullfolge. Was passiert für x gleich minus 1? Dann haben wir diese verrückte Folge minus 1 hoch n. Ja, und die macht überhaupt nichts. Die hat überhaupt kein Konvergenzverhalten. Und das ist halt jetzt die Schwierigkeit, die dazu kommt. Die Konvergenz hängt von dem x ab, was wir hier einsetzen. Weil, ja, sieht man ja hier. Für jedes x passiert irgendwas anderes. Und da gibt es zwei neue Konvergenzbegriffe. Den der punktweisen und den der gleichmäßigen Konvergenz. Und an die muss man sich gewöhnen, weil die werden wir brauchen. Die werden wir auch in der Analysis 3 wieder brauchen. Also Definition. Sei f eine Funktion, die auf einer Teilmenge d aus r definiert ist. Das wird dann die sogenannte Grenzfunktion sein, gegen die die Funktionenfolge konvergiert. Und sei weiter fn auch wieder auf d definiert und nach r abbildend eine Folge von Funktionen. Also n ist aus n, wie immer. Eine Folge von Funktionen. So. Die kann jetzt auf zwei Arten konvergieren. Also gibt es noch mehr Arten, aber wir machen nur zwei. Das reicht dann erstmal. Und diese Folge konvergiert punktweise gegen f. Fn konvergiert punktweise gegen f. Das kürze ich zumindest häufig so ab. Das ist eine kurze Schreibweise. Und es konvergiert punktweise genau dann, wenn für alle x aus dem Definitionsbereich gilt, dass der Limes n nach unendlich fn von x gleich f von x ist. Also das ist ein bekanntes Objekt, das ist der Grenzwert einer Folge. Und wir fordern jetzt, dass es für jedes x existiert. Also wir schauen uns jedes x einzeln an und schauen, konvergiert die Folge, die da rauskommt. Da schauen wir uns dann auch gleich nochmal ein Beispiel an. Also das machen wir jetzt ganz ausführlich, weil das wirklich wichtig ist. Und dann gibt es noch den etwas besseren Begriff der gleichmäßigen Konvergenz. Und eine Funktionenfolge konvergiert gleichmäßig, wenn für große n, also Limes n nach unendlich, der folgende Ausdruck existiert, also gegen 0 konvergiert. Das sieht jetzt ein bisschen holzig aus. Also gut, einmal haben wir das hier. Und dann haben wir das hier. Dieses Objekt hier, wenn man den Limes kurz weglässt, Supremum über diesen Betrag hier bezeichnet man als die Supremumsnorm. Also falls ihr das mal gehört habt, oder haben wir glaube ich im Semester auch gemacht, die Supremumsnorm einer Funktion
ist das Supremum über alle x aus dem Definitionsbereich der Funktion des Betrages der Funktion. Vielleicht habt ihr das ja schon mal auch wirklich bewusst wahrgenommen, dass diese Supremumsnorm existiert. Die tritt häufiger auf. Und gut, mit den Dingen muss man jetzt herumspielen. Ach, wir wischen gleich die Tafel. Mit diesen Dingen muss man rumspielen, um sie zu begreifen. Und was wir gleich mal zur Übung machen, ist, wir schreiben das mal wieder mit den Quantoren, weil dann wird klar, was diese Dinge eigentlich bedeuten. Und dann schauen wir uns auch Beispiele an. Weil das ist nämlich jetzt das Schöne. Ich habe ja schon prophezeit, wir werden, Mathematik baut logischerweise stark aufeinander auf. Und wir können jetzt das ganze Zeug, was wir zur Folgenkonvergenz uns schon angeschaut haben, recyceln und hier wieder verwenden. Das ist wunderbar, weil schauen wir uns mal die punktweise Konvergenz an. Also, wenn man das anders schreibt, gilt Folgendes: Eine Funktionenfolge konvergiert punktweise gegen eine Grenzfunktion f, wenn was gilt. Wir schreiben das einfach mal ab, aber anders geschrieben. Das für alle x aus d schreiben wir ab. Das so. Und jetzt stellen wir uns mal nicht vor, da steht eine Funktion, sondern eine ganz normale Folge. Dann steht hier Limes von an ist a, der Grenzwert. Da kennt ihr bereits diese schönen Sachen mit Epsilon und so weiter. Machen wir das hier. Für alle Epsilon größer 0 existiert eine natürliche Zahl, sodass für alle natürlichen Zahlen, die größer gleich dieser gewählten natürlichen Zahl sind, gilt. Ja, vorhin stand an minus a muss im Betrag strikt kleiner Epsilon sein. Naja, was wird jetzt da stehen? Das hier. Das ist ja die Definition. Also das ist einfach umgeschrieben. Naja, wie sieht es für die gleichmäßige Konvergenz aus? Da steht der Limes hier draußen. Das heißt, den Limes schreiben wir zuerst hin, die Limes-Sache. Also das, was für den Limes verantwortlich ist, ist das hier. Das muss jetzt logischerweise am Anfang kommen, weil der Limes ja ganz außen steht. Für alle Epsilon größer 0 existiert irgendein n, sodass für alle n größer gleich n, so, was gilt? Jetzt muss man kurz nachdenken. Diese Supremumsnorm, oder halt dieses Supremum, muss ja relativ, also es sollte möglichst klein werden, logischerweise, nicht? Weil wir wollen ja, dass es im Grenzwert 0 wird. Aber das Supremum filtert ja das größte, sozusagen den größten Betrag von diesem Argument hier heraus. Da kann ich irgendwelche x einsetzen und ich suche das Größte. Und für das Größte muss es auch noch gelten. Das x darf ich wieder nicht selber wählen, weil das x muss ja alles einmal durchlaufen und irgendwo kommt halt das Größte, also das Supremum raus und das nehmen wir. Wenn man das also ausschreibt, heißt das, für alle x aus dem Definitionsbereich muss jetzt fn minus f strikt kleiner Epsilon sein. Weil dieser Abstand hier von fn zu f soll strikt kleiner Epsilon sein. Wir wollen es ja klein kriegen. Und das für jedes x. Dass es nicht nur ein paar gibt, für die das gilt, sondern es soll ja für alle gelten. Nicht? Weil das Supremum geht ja über alle x aus d. Und selbst für die x, für die dieser Abstand noch groß wird, wollen wir es klein kriegen. Wir machen auch gleich noch Bilder dazu, aber das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man sich das jetzt wirklich zu Gemüte führt, diese Quantorenketten. Weil, gehen wir es mal wieder durch. Im oberen, gut, zunächst mal, also man mag so denken, das sieht so ähnlich aus, ist ja nur ein kleiner Unterschied, wird schon ungefähr dasselbe sein. Das obere hier, es ist ja relativ wurscht, ob man alle Quantoren vertauscht. Also ich kann jetzt das hier problemlos, könnte ich die beiden vertauschen, ändert überhaupt nichts am Aussagegehalt. Genauso gut kann ich die beiden vertauschen, wie ich will. Aber was schwierig ist, eine Existenzquantor einfach mit einem Allquantor zu vertauschen, das geht nicht.
dann ändert sich der Aussagegehalt. Und okay, das darf ich nicht wählen, das darf ich nicht wählen, das darf ich wählen. Das ist ein Existenzquantor. Der Existenzquantor darf von allem abhängen, was ich davor hier beliebig hatte. Also dieses n hier oben ist eine Funktion, die hängt von x und von epsilon ab. Oder muss nicht, aber kann. Das ist halt davor, für alle x und für alle epsilon gilt das. Und das n wähle ich in Abhängigkeit davon. Und hier unten seht ihr es jetzt schon, dieses n hängt nur von epsilon ab, nicht von x. Und was man dadurch auch vielleicht ein bisschen sieht, ist, dass die gleichmäßige Konvergenz natürlich auch die Punktweise impliziert. Warum? Naja, wenn das n hier von epsilon abhängt, dann hängt es halt von epsilon ab, dann ist natürlich auch das da oben erfüllt. Hängt halt nicht von x ab, aber ist ja nicht schlimm. Die Rückrichtung natürlich nicht. Weil das n hier kann von x abhängen, aber das hier unten darf ja nicht von x abhängen. Und jetzt sieht man auch ein bisschen den Grund, warum dieses Zeug punktweise und gleichmäßig heißt. Punktweise heißt, wir nehmen uns irgendwelche konkreten x und dann schauen wir uns halt an, ist dieser Abstand von fn zu f, ist der groß, ist der klein? Wir schauen uns das punktweise an, an verschiedenen Punkten. Weil das x ist ja wirklich, wir wählen konkrete Punkte, also wir wählen sie nicht, aber die sind hier noch beliebig, aber dieses n hängt ja von den konkreten x ab. Während hier keine Abhängigkeit von x mehr drinnen ist. Das heißt, für alle x aus dem Definitionsbereich soll sozusagen dieses fn gleichmäßig überall von x unabhängig. Also die Intuition, die man hier haben kann, ist folgende. Wir haben irgendeine Funktion in Folge. Zeichnen wir mal die Grenzfunktion als erstes ein. Sagen wir mal, das soll die Grenzfunktion sein. Und was ist das hier? Das definiert einen Schlauch. Einen Schlauch mit Radius Epsilon. Ja, mit Radius Epsilon um die Grenzfunktion. Das sind zwei neue Funktionen. Hier habe ich meinetwegen meine Funktion f von x, natürlich muss man wieder f von x plus Epsilon. Das ist f von x. Und genauso gut geht es auch nach unten, minus Epsilon. Das ist f von x minus Epsilon. Und jetzt habe ich meine Funktionenfolge und für die muss ab irgendeinem gewissen Index, den ich hier wähle, gelten, dass diese irgendwo in diesem Schlauch hier liegt. Und für n nach unendlich geht es hier genau gegen diese Grenzfunktion. So, und das ist jetzt der Punkt. Bei der gleichmäßigen Konvergenz darf das nicht von x abhängen. Für jedes x aus dem Definitionsbereich muss das gehen. Also an jeder Stelle, gleichmäßig, überall, an jeder Stelle. Während bei der punktweisen Konvergenz kann ich mir irgendein konkretes x nehmen, meinetwegen das hier. Und an der Stelle muss es halt erfüllt sein. Da sieht man auch, das ist was Schwächeres. Weil, ja, dann sage ich es für die eine Stelle, weiß ich, dass es geht. Und die gleichmäßige Konvergenz fordert es überall. So. Und die einzige Chance, damit umgehen zu können, ist, dass man sich Beispiele anschaut. Machen wir das mal. Also das ist wirklich. Ganz, das ist ein bisschen Denkgymnastik, dass man diese Quantorenketten dass man diese Quantorenketten wirklich auseinander nimmt und einmal ganz genau anschaut, was heißt das, wenn irgendein Existenz- oder Allquantor irgendwo steht. Aber ich denke doch, dass das die Sicht auf die Dinge etwas klarer macht. Und wir machen jetzt mal ein Beispiel. Das ist sozusagen die Standard-Funktionenfolge, die man hier immer anschaut, x hoch n. Weil für die kann man sehr viel schon lernen, ohne viel rechnen zu müssen. Wir nehmen uns mal, also Beispiel. Wir nehmen uns die Funktionenfolge fn von x gleich x hoch n
x aus 0, 1. So, jetzt tun wir das mal ganz genau anschauen, was tut die. Wir können die mal zeichnen. Also Zeichnungen sind nie verkehrt. 0, 1. Ja, für n gleich 1, was kriege ich daraus? Da kriege ich eine lineare Funktion raus, eine Gerade. Also für n gleich 1 habe ich, na, wenn wir mal, so, hier haben wir die 1. Für n gleich 1 kriege ich diese Funktion raus. F1 von x. Naja, machen wir das vielleicht hier. Naja, was passiert, wenn ich da n gleich 2 einsetze? Steht x Quadrat da, habe ich eine Parabel. Also dann sieht es vielleicht so aus. Das ist dann F2. Und da kann man sich schon denken, wie es weitergeht. F3 ist eine kubische Funktion, die halt noch ein bisschen flacher hier wird und hier ein bisschen steiler. Also das ist dann F3. Und halt immer so weiter. Also dann irgendwann wird die Kreide ein bisschen, die Kreidefarbe etwas dünn und so gut erkennt man den Unterschied meistens auch nicht. Dann machen wir mal noch irgendein großes n, F50 von x. Und was man schon erkennen kann, ist, diese ganzen Funktionen gehen immer durch den Punkt 0 und immer durch den Punkt 1. Und die Vermutung, die man jetzt haben kann, die müssen wir natürlich bestätigen, dass wenn man das Ganze unendlich oft macht, was kommt da als Grenzfunktion raus? Jetzt muss ich Orange nochmal nehmen. Hier ist es ja immer 0 und hier ist es ja immer 1. So, aber was passiert denn für n nach unendlich? Das drückt es immer weiter nach unten hier. Also je größer das n ist, desto länger bleiben wir hier und desto steiler geht es hier hoch. Das heißt, für n nach unendlich kann man vermuten, dass die Funktion, die Grenzfunktion, das ist dieses f hier. Ja, Doppelbesetzung ungünstig, aber naja. Das hier unten, was auf der x-Achse verharrt und für x gleich 1, 1 ist, dann schreiben wir es einmal hin. F von x, das ist 1, das ist 0 für x aus 0, 1 und 1 für x gleich 1. Das wäre doch vielleicht ein Kandidat für so eine Grenzfunktion, dass das rauskommt. Und wir können uns das mal anschauen. Was wollen wir wieder schaffen? Wir wollen, dass das hier strikt kleiner als Epsilon ist. Nehmen wir uns mal irgendein x. Also ich möchte mal zeigen zumindest, okay, machen wir es für alle. Wir müssen für alle x aus 0, 1 zeigen, dass das die Grenzfunktion ist. Für x gleich 1 ist das simpel, setzt man einfach ein. Also für x gleich 1, was haben wir da? Fn von 1 ist 1 hoch n. Ja, das geht gegen 1. Passt. Was ist jetzt, wenn x aus 0, 1 ist? Aus dem halboffenen Intervall von 0 bis 1. Das ist nicht ganz so gequetscht. 0, 1. Wenn x aus diesem halboffenen Intervall ist, dann schauen wir uns wieder das hier drüben an. Wir wollen ja in beiden Fällen hier das hier klein kriegen. Das heißt, dieses fn von x minus f von x soll strikt deine Epsilon sein. Und jetzt erinnert ihr euch an die Folgen zurück. Da haben wir auch im Vorfeld den Grenzwert kennen müssen. Und dann konnten wir nachrechnen, dass es der Grenzwert ist. Hier ist es auch wieder so, man braucht erstmal meinetwegen eine intuitive Überlegung, was könnte denn der Grenzwert sein? Und jetzt rechnen wir nach, das ist der Grenzwert. Hier ist der Grenzwert 0, weil jetzt gerade betrachten wir den Fall. Setzen wir es also ein. Was haben wir hier? Fn von x können wir einsetzen, das ist x hoch n minus 0. Ja, das ist sofort x hoch n, ne? Sei das positiv oder nicht negativ. Und das soll jetzt kleiner als Epsilon sein. Wir wollen eine Bedingung fürs n. Also, wir wollen ja irgendein n finden in beiden Fällen, sodass für alle n größer gleich n, groß n, irgendwas gilt. Ja, das kriegen wir aus der Ungleichung hier. Die können wir nach n auflösen. Was müssen wir dafür tun? Nicht die Wurzel ziehen, sondern den Logarithmus. Wir ziehen den Logarithmus aus dieser Ungleichung.
Also machen wir das hier. Wir ziehen aus dieser Ungleichung den Logarithmus. Hier steht n mal Logarithmus x ist kleiner gleich Logarithmus epsilon. Einmal logarithmiert. Und jetzt möchte ich nach n auflösen. Dann habe ich hier, das ist jetzt die Schwierigkeit hier. Das x ist ja, okay, machen wir vielleicht doch hier offen. Weil, naja, gut, für x gleich 0 können wir es auch nachrechnen. Fn von 0 ist 0 hoch n. Das wird schon gegen 0 gehen. Passt schon. Und jetzt können wir nämlich, weil sonst wäre der Logarithmus von 0 nicht definiert. Ja. Ah, oh, nee, das ist falsch. Ja. Das ist nach wie vor kleiner. Danke. Was jetzt der Punkt ist, das x ist aus 0, 1. Wenn ihr euch den Logarithmus aufzeichnet, na, bei 1 hat er eine Nullstelle und der wächst. Na, hier geht er gegen minus unendlich. Für x zwischen 0 und 1, in dem Bereich hier, ist der Logarithmus negativ. Das heißt, wenn wir es dadurch dividieren wollen, um noch n aufzulösen, dreht sich wieder das Ungleichheitszeichen um. Also n muss größer als Logarithmus Epsilon durch Logarithmus von n sein. Also da dreht sich wirklich wieder das Ungleichheitszeichen um. Und jetzt können wir unser n, unser Groß n wählen. Da sagt jetzt ja, das ist keine natürliche Zahl. Dann nimmt man halt die nächstgrößere, also meinetwegen wähle n gleich Gauss-Klammern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, weil ich glaube, unter dem Semester hatten wir sie nicht. Die Gauss-Klammern runden einfach auf die nächstgrößere natürliche Zahl auf. Kann man auch schreiben als mit der Ceiling-Funktion, die das aufrundet. Das ist vollkommen dieselbe Schreibweise. Logarithmus Epsilon durch Logarithmus n. Ceil und Floor. Boden und Decke rundet auf und Floor rundet ab. Und dann haben wir jetzt so n gefunden und das hängt von Epsilon. Warum sagt ihr das denn nicht? Natürlich steht hier ein x. Das hängt von Epsilon und von x ab. Und damit haben wir punktweise Konvergenz. So. Jetzt ist die Frage, wie sieht es mit der gleichmäßigen Konvergenz aus? Weil es hätte sein können, dass wir das n irgendwie schlecht gewählt haben. Und wenn man besser arbeitet, hängt es nicht von x ab. Also punktweise Konvergenz ist jetzt geklärt. Konvergiert punktweise gegen die orange Funktion. Und die gleichmäßige Konvergenz, die klären wir jetzt noch. Und dann machen wir auch gleich auf Probleme aufmerksam, die nämlich hier auftreten, wo man schon sofort, also das geübte Auge erkennt sofort, das kann nie gleichmäßig konvergieren. Und das klären wir vielleicht, ach, das schaffen wir auf der Tafel hier noch. Das klären wir noch kurz, warum das überhaupt nicht gleichmäßig konvergent sein kann. Was müssen wir tun für die gleichmäßige Konvergenz? Wir können ja mal mit dieser Supremumsdefinition arbeiten. Ja, wir möchten, dass das Supremum über alle x aus 0, 1, wo die Funktionenfolge definiert ist, dass das hier im Grenzwert verschwindet. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, weil zwischen 0 und 1 haben wir ein anderes f als für 1, aber man kann das abändern. Das ist nämlich auch einfach nur das Supremum über alle x aus dem halboffenen Intervall. Warum ist das so? Für x gleich 1 kann ja kein wirkliches Supremum vorliegen, weil ich meine, der Betrag hier ist minimal 0 oder irgendwie mal. Und für x gleich 1 ist er 0. Weil für x gleich 1 steht hier, also für x gleich 1 steht hier, ja, was ist fn von 1 minus f von 1? Ja, das ist 0.
Aber ich meine, das ist ja 1 hoch n minus 1 und das ist 0. Also auf x gleich 1 wird kein Kandidat fürs Supremum sein. Das ist, das können wir einfach ohne weiteres durch das halboffene Intervall austauschen. Hat den einen angenehmen Vorteil, wir können jetzt f von x einfach einsetzen. Das ist 0. Weil sonst müssten wir jetzt eine Fallunterscheidung machen, dass es für x gleich 1 eine andere Grenzfunktion hat. Also, Supremum über x aus 0, 1, halb offen. Fn von x minus f von x. Setzen wir es ein. Supremum über alle x aus dem halboffenen Intervall. Naja, x hoch n können wir wieder einsetzen für fn. Und für f setzen wir die 0 ein. Weil wir haben ja jetzt den Bereich hier. Da ist 0 die Grenzfunktion. Und das ist einfach x hoch n. Ja, und wann ist dieses, was ist das Supremum hiervon? Wir haben ja eine Funktion in Folge. X hoch n, das sind irgendwelche Funktionen. Ja, haben wir vorhin schon gezeichnet. Wann werden die supremal? Was ist das Supremum von diesen Funktionen in Folgen? Ja, das ist 1. Das ist der höchste Funktionswert. Und natürlich, das Supremum ist auch wieder egal, weil eigentlich wird es ja nur bei der Stelle x gleich 1 werden die Dinger wirklich 1. Aber wir betrachten nicht das Maximum, sondern das Supremum. Also das Supremum ist wirklich 1. Und was wollen wir jetzt für die gleichmäßige Konvergenz noch machen? Wir wollen den Limes nach unendlich schicken. Naja, für n nach unendlich ist das Ding 1 und nicht 0. Das heißt, die Konvergenz ist nicht gleichmäßig. Und was man da schon sehen kann, ist ein bisschen, dass diese Grenzfunktion, die ist nicht stetig. Die macht einen Hüpfer hier. Und wenn die Grenzfunktion nicht stetig ist, kann die Konvergenz nicht gleichmäßig sein. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Also ich möchte vor der Pause noch mal kurz zwei Sätze hinschreiben. Nur kann, also das sind einfach nur die mehr oder weniger fest, dass diese eine Beobachtung zusammen und der andere Satz ist noch ganz schick, den brauchen wir dann auch. Also Satz, wenn fn gleichmäßig gegen f konvergiert, dann ist f stetig. So, Kontraposition. Wenn f unstetig ist, kann die Konvergenz nicht gleichmäßig sein. Diese Funktion hier ist nicht stetig, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Das ist keine gleichmäßige Konvergenz. Das heißt, um zu zeigen, dass etwas nicht gleichmäßig konvergiert, kann es vielleicht ganz angenehm sein, einfach die Grenzfunktion auszurechnen und zu sehen, die ist nicht stetig. Das spart einem die ganze Arbeit mit diesem Suprema, weil fertig. Muss man nicht weiter drüber nachdenken dann. Es ist noch vorausgesetzt, dass die fn's auch alle stetig sind. Also für jedes n sind diese Funktionen stetig. Das ist ja hier der Fall, ne? Also für jedes endliche n sind es Polynome. Ist alles stetig. Und was auch noch gilt, das ist der sogenannte Vertauschbarkeitssatz. Das ist was in der Physik einfach gemacht wird. Aber eigentlich bedarf das schon einer Rechtfertigung. Wir nehmen wieder eine stetige Funktionenfolge, die gleichmäßig gegen f konvergiert. Was gilt dann? Dann ist, also was man in der Physik auch häufig hat, ist, dass man Integrale und Limiten vertauschen möchte. Also man möchte einfach den Limes hier reinziehen. Also dann haben wir Integral AB, Limes n nach unendlich fn von x. Aber das darf man nicht immer. Das darf man garantiert dann, wenn gleichmäßige Konvergenz vorliegt und sonst im Allgemeinen nicht. Weil da kann man auch dann das Integral hier kann man auch schreiben als AB f von x dx. Ja, weil ich meine, der Limes von fn ist ja f. Und das ist der Vertauschbarkeitssatz, dass man
Bei gleichmäßiger Konvergenz keine Gedanken machen muss, ob man das vertauschen darf. Und auch hier ist wieder ganz nett die Kontraposition von dieser Aussage. Wenn man einfach mal die Integrale ausrechnet und sieht, da kommt was Unterschiedliches raus, wenn man das ausrechnet und wenn man das ausrechnet, ja, dann wird die Konvergenz nicht gleichmäßig sein. Das heißt, ich habe euch mit diesen beiden Sätzen hier zwei Kriterien gegeben, um zu zeigen, dass also eine Funktionenfolge nicht gleichmäßig konvergiert. Also nicht gleichmäßige Konvergenz braucht man vielleicht gar nicht mit dieser Definition arbeiten. Und auf dem Übungsblatt gibt es auch eine Aufgabe, wo ihr da verschiedene Funktionenfolgen habt, mit denen ihr das tun dürft. Im Skriptum ist noch das Beispiel 7.7. Da ist mal so ein Beispiel, wo man das nicht vertauschen darf. Und dann machen wir jetzt bis 11.10 Uhr Pause und dann reden wir noch ein bisschen über Funktionenfolgen und dann über Fourierreihen. Okay, dann machen wir weiter. Wir machen jetzt noch kurz ein bisschen was. Ich will euch kurz sozusagen nochmal klar machen, dass gleichmäßige Konvergenz was Schönes ist. Das ist zwar ein bisschen schwierig, vielleicht hin und wieder nachzurechnen, aber doch was ganz Praktisches. Und eine Sache habe ich vorhin vergessen zu erwähnen noch beim Integralvergleichskriterium. Da vergleicht man ja Summe und Integral. Wenn jetzt das Integral meinetwegen Grenzwert 1 hat, heißt es noch lange nicht, dass die Reihe auch Grenzwert 1 hat. Das ist ein Unterschied. Also das gilt nicht. Man kann zwar aus der Konvergenz des Integrals, aus der Konvergenz der Reihe schließen, aber nicht aus dem Grenzwert des Integrals auf den Grenzwert der Reihe. Die sind im Allgemeinen verschieden. Das könnt ihr an der 1 durch n Quadratreihe nachrechnen. Da wissen wir, der Grenzwert ist Pi Quadrat Sechstel, aber das Integral über 1 durch x Quadrat, das haben wir vorhin nachgerechnet, ist 1. Also das wäre schon ein Beispiel, wo das nicht aufgeht. So, wir machen jetzt mal ein wenig noch ein bisschen gleichmäßige Konvergenz. Und da gibt es einen ganz zentralen Satz. Den ich jetzt, also das ist der Satz 7.9, der ist jetzt auch wieder ausformuliert. Ich schreibe das einfach kurz in Worten. Im Konvergenzbereich einer Potenzreihe konvergiert die Potenzreihe gleichmäßig gegen ihre Grenzfunktion. Weil das ist jetzt der Punkt. Potenzreihen sind auch nur Funktionenfolgen. Wir wissen, ja, Reihen sind auch nur Folgen. Und bei Potenzreihen haben wir schon so ein Parameter, so eine Variable x drinnen jetzt. Das ist eine Funktionenreihe, wenn man so möchte. Das sind ja auch am Ende, also schreiben wir es kurz hin, also im Konvergenzbereich einer Potenzreihe P von Z, das ist ja schon ein Z, oder? Ja, machen wir es mit Z. Machen wir es reell mit x. Im Skriptum ist es komplex, aber naja. N gleich 0 unendlich Cn z hoch n. Im Konvergenzbereich einer solchen Potenzreihe konvergiert die Folge der Partialsummen, also Pn oder P, so jetzt nehmen wir mal wirklich ein Pk von x. Das soll die Summe von n gleich 0 bis k sein. Das ist halt dann Cn z hoch n. Diese Folge der Partialsummen konvergiert gleichmäßig gegen P von z, P von x. Und hier habe ich wieder z geschrieben statt x. So, die konvergiert gleichmäßig gegen P von x. Ja, also man sieht ja hier, das ist wirklich wieder eine Funktionenfolge. Da stehen Funktionen und nicht nur Zahlen. Und die Aussage ist jetzt, ja, okay, jetzt die Zeichnung. Machen wir die Zeichnung halt auch einmal reell und nicht komplex. Wir haben jetzt hier einen Entwicklungspunkt, den kann man vielleicht noch, machen wir eine Potenzreihe, die vielleicht nicht nur um den Ursprung entwickelt ist. Und hier steht schon wieder z, x minus x0 hoch n. Also x0 ist der Punkt, in dem wir die Potenzreihe entwickeln. Und wir rechnen jetzt den Konvergenzradius aus, groß R. Und dann wissen wir, auf x0 minus r bis x0 plus r, in diesem offenen Bereich hier, konvergiert die Folge der Partialsummen gleichmäßig gegen die Potenzreihe. Das heißt, da liegt immer gleichmäßige Konvergenz vor im Konvergenzbereich. Muss man nichts mehr nachprüfen.
Also wenn gefragt ist, konvergiert die Potenzreihe gleichmäßig? Antwort ja. Im Konvergenzbereich. Also das. Das heißt jetzt auch, das ist dann im Prinzip, ja, das ist auch wirklich als Korollar schon hier angeführt und nicht mehr als Satz, weil es im Prinzip sofort folgt. Man kann Potenzreihen integrieren und differenzieren und man darf Integral und Differenziation einfach vertauschen im Konvergenzbereich. Warum darf man das? Sowohl die Ableitung als auch das Integral sind über Grenzprozesse definiert. Und wir haben ja gestern schon gesagt, nee, wir haben gerade eben gesagt, dass bei gleichmäßiger Konvergenz Grenzwert und irgendwas Integral zum Beispiel vertauscht werden darf. Ja, deswegen also hier, das geht ohne weiteres. Und also wie gesagt, das ist das Korollar 7.10. Man darf es einfach vertauschen. Also das ist ja das, was man, wenn man jetzt eine Potenzreihe hat, also p von x, Summe n gleich 0 unendlich, c n x hoch n. Da wird man jetzt vermuten, naja, wenn man das Ding ableiten möchte, da darf man einfach die Ableitung in die Summe reinziehen, weil die Ableitung ist ja linear, warum sollte es nicht gehen? Und dann leitet man dieses x hoch n halt ab. Und das ist ja nicht schwer. Ja, das ist aber das Problem, weil man die Ableitung ist ein Grenzprozess und die Summation hier, also die Reihenbildung ist auch ein Grenzprozess und das darf man im Allgemeinen nicht vertauschen. Bei Potenzreihen im Konvergenzbereich schon. Weil, ja, wenn die Summe endlich wäre, bräuchte man überhaupt kein Argument. Dann darf man das sofort, immer. Weil die Ableitung ist ja linear. Wenn da aber wirklich eine Reihe steht, dann. Und bei Integralen genauso. Und das möchte ich jetzt nicht allgemein hinschreiben, sondern wir rechnen einfach noch den Satz 7.11 einfach durch, kurz. Die Logarithmusreihe. Beispiel: die Logarithmusreihe. Also, das ist so eine der Herleitungen, die man einfach auswendig kann. Weil es wirklich eben das einfach das sind einfache Herleitungen noch, die muss man einfach nur nachrechnen. Die Logarithmusreihe zum Beispiel kann ich auch nie auswendig. Bin ich ganz ehrlich. Braucht man auch nicht auswendig können, weil was wollen wir tun? Wir wollen den Logarithmus von 1 plus x entwickeln im Ursprung. Den Logarithmus von x im Ursprung zu entwickeln, wäre ein bisschen nicht so praktisch, weil ich habe den Logarithmus vorhin schon mal gezeichnet, machen wir es nochmal. Im Ursprung kann man den Logarithmus nicht wirklich entwickeln, weil der existiert ja nicht mal. Aber im Punkt 1, also man kann entweder den Logarithmus von x in x0 gleich 1 entwickeln oder den Logarithmus von 1 plus x in x0 gleich 0. Und das tun wir halt. Ja. In der 0 kann man es nicht, in der 1 halt schon und wir verschieben es und dann ist es wieder eine 0. Also, weil ich meine, der Logarithmus von 1 plus x, ja, der ist halt dann verschoben. Und den kann man dann wieder im Ursprung entwickeln. Gut, was macht man dazu? Man muss eine Reihe hinbekommen. Und die Idee, die man hier immer wieder hat, bei der Herleitung vom Logarithmus, bei der Herleitung vom Arcos-Tangens, vom Arcos-Sinus, diese ganzen Potenzreihen laufen so, dass man erstmal das Ganze als ein Integral schreibt. Nehmen wir mal kurz eine andere Variable. Und es geht von es geht von 0 bis x. Das muss man halt akzeptieren. Ne? Das ist ja, nicht allen Fällen, aber in vielen Fällen schreibt man das als Integral, manchmal auch als Ableitung. Man schreibt die Ableitung vom Logarithmus hier rein und integriert halt. Dann kommt wieder Logarithmus raus. Und die Grenzen passen auch. Die muss man sich halt dann überlegen. Aber 0 ist definitiv die untere Grenze, das passt. Dann steht Logarithmus von 1 da, der ist 0. Und 1 durch 1 plus s, das schmeckt schon nach geometrischer Reihe. Gut, die geometrische Reihe ist halt 1 durch 1 minus s, aber naja, Integral 0x 1 durch 1 minus minus s. Sieht vielleicht schon mehr nach geometrischer Reihe aus. Und jetzt können wir sie einsetzen. Integral 0, 1. Summe n gleich 0 unendlich. Minus s hoch n. Also die geometrische Reihe ist wirklich die wichtigste Reihe, die man sofort zack hinschreiben können tun muss. Und so, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriges Objekt, weil ne, Integral und da ist noch eine Summe.
Wie will man die ganze Summe integrieren? Ja, und jetzt kommt eben das Schöne bei der gleichmäßigen Konvergenz, wir können es vertauschen. Wir vertauschen das, ne, weil das ist eine Potenzreihe und da liegt gleichmäßige Konvergenz vor. Das ist also die Summe n gleich 0 unendlich. Ja. Das ist die Summe von n gleich 0 unendlich. Integral, wieso steht hier 0 bis 1 als Integral? 0 bis x. Wir können mal hier ein minus 1 hoch n rausschreiben. Dann haben wir hier noch ein s hoch n. Und das s hoch n ist ja nicht schwer zu integrieren. Das ist ein Polynom. So, s hoch n integriert ist s hoch n plus 1 durch n plus 1. 0x. Und ja, dann steht es schon da. Das ist die Summe. N gleich 0 unendlich. Minus 1 hoch n, x hoch n plus 1 durch n plus 1. Da steht's. Also das ist wirklich eine relativ angenehme Methode, um sich an Reihen, um an Reihen ranzukommen. Da kann man den Arcus Tangens herleiten, weil was macht man beim Arcus Tangens? Also was haben wir auch in dem Semester gemacht? Logarithmus haben wir auch in dem Semester gemacht, da sind immer dieselben Beispiele. Was macht man beim Arcus Tangens? Den kann man in der Null entwickeln. Dann schreibt man hier halt 1 durch 1 plus s Quadrat als Ableitung vom Arcus Tangens. Ja, und dann setzt man halt was in die geometrische Reihe ein? Minus s Quadrat. Dann schreibt man das als 1 durch 1 minus minus s Quadrat und dann geht dasselbe Spielchen wieder durch. Und so kommen wir auf den Arcus Tangens. Beim Arcus Sinus braucht man vielleicht nicht die geometrische Reihe, sondern die Binomialreihe. Das ist ein bisschen aufwendiger, das war mal eine Hausaufgabe. Aber läuft am Ende auch nach dem Schema. So kommt man an sehr viele neue Potenzreihen ran. So, jetzt haben wir noch ein wenig Zeit. Morgen haben wir dann auch ein bisschen Zeit. Also wie gesagt, nochmal für morgen. Wir werden die Probeklausur ziemlich sicher im Hörsaal einschreiben. Also wir werden sie im Hörsaal einschreiben. Der Hörsaal ist gebucht, aber noch nicht bestätigt, aber wir setzen uns einfach rein und hoffen, dann schmeißt niemand raus. Weil es sind ungefähr 70 Anmeldungen und 70 Leute auf 100 Plätze zu verteilen geht, aber dann ist überhaupt kein Platz mehr. Und dann können auch wir nicht durchgehen, wenn irgendeine Frage ist. Deswegen werden wir die im Hörsaal einschreiben. Und vor der Probeklausur machen wir nochmal Vorlesungen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen früher fertig, wir haben nicht so viel zu tun morgen. Und nach der Probeklausur machen wir dann hier nochmal, erzähle ich vielleicht nochmal ein paar Sachen, die ganz nett sind, dass man die weiß. Dass das auch wirklich zeugt, auf das man in Klausuren vielleicht achten kann. Und da werde ich dann auch die Kamera nicht anschalten. Da müsst ihr dann einfach kommen. Ich meine, ihr müsst bei der Probeklausur solltet ihr eh kommen, sonst kriegt ihr keine korrigierte Klausur. Also wir korrigieren die auch. Genau, aber heute ist halt noch relativ dichtes Programm, aber nein, mein Ziel war halt doch, die Analysis 1 innerhalb einer Woche im Prinzip nochmal komplett durchzumachen und nicht auf irgendwas zu verzichten. Also klar, wir haben die Beweise weggelassen, aber also wesentlich, im Wesentlichen weggelassen. Aber es ist ja doch relativ viel zu tun. Dann machen wir jetzt ein neues Kapitel. Fourier rein. Und das ist wirklich ein schönes Kapitel. Gut, das habe ich bei Funktionenfolgen auch schon gesagt, aber bei Fourier-Reihen braucht man Funktionenfolgen und Fourier-Reihen braucht man in der Physik auch immer wieder, weil, gut, in der Analysis 3 machen wir das nochmal, aber in besser. Da wird das nicht Fourier-Reihe, sondern Fourier-Transformation heißen. Und die Fourier-Transformation braucht ihr in der Elektrodynamik, in der Quantenmechanik immer wieder. Auch Fourier-Reihen kann man immer wieder mal brauchen. Weil, was haben wir bisher gemacht? Wir haben zum Beispiel Taylor-Approximationen gemacht. Da haben wir im Prinzip irgendwelche Funktionen genommen, meinetwegen Exponentialfunktionen, und wir haben die lokal durch Polynome beschrieben. Lokal. Also in dem Punkt hier kann man es durch eine
Tangente beschreiben, das ist das Taylor-Polynom erster Ordnung. Man kann es quadratisch machen. Dann sieht es vielleicht so aus. Man kann es kubisch machen und so weiter. Und man hat aber in der Physik auch hin und wieder mal Probleme, die jetzt vielleicht nicht durch einfach nur differenzierbare Funktionen beschrieben sind, sondern die haben noch ein paar mehr Eigenschaften. Eine Eigenschaft, die eine Funktion ja haben kann, ist, dass das Ganze periodisch ist. Zum Beispiel, da gibt es 100.000 Beispiele, also Rechtecksignal, Sägezahnsignal, was auch immer. Und die Idee hierbei ist, das vielleicht nicht mit Polynomen zu approximieren. Und hier seht ihr auch wieder, man braucht Funktionenfolgen. Weil diese Polynome werden durch Funktionenfolgen generiert. Dann nimmt man eine fn von x, eine Funktionenfolge, gleich x hoch n. Und n gleich 0, 1, 2, 3, 4, geht alles durch und da kriegen wir unsere Polynome hier erstmal her. Diese Funktionenfolgen generieren uns diese Polynome, die wir brauchen für die Taylor-Reihen. Was man hier macht, da sind Polynome vielleicht nicht so toll geeignet. Weil, gut, das könnte man, 1, 2, 3, das könnte man hier noch so mit einem Polynom fünften Grades vielleicht approximieren. Die Approximation ist aber nicht sonderlich gut. Also die geht mal kurz durch einen Punkt vielleicht durch. Aber, und irgendwann ist auch Schluss, weil das, ich meine, das Signal geht ja hier immer so weiter. Und ein Polynom geht nicht immer weiter. Irgendwann geht es rauf oder runter. Natürlich kann man jetzt dann ein Polynom, was ist das, dann neunte Ordnung nehmen, dann geht es hier und so und dann irgendwie so, aber das ist nicht geeignet. Ein Polynom konvergiert sehr schlecht gegen eine periodische Funktion. Was man stattdessen machen kann, ist, dass man halt nicht Polynome nimmt, sondern man kann sich ja mit diesen Funktionen folgen, nicht nur Polynome generieren, sondern auch irgendwelche anderen Funktionen. Und was hier vielleicht besser geeignet ist, sind Summen von Sinus- und Cosinustermen. Weil wenn man zum Beispiel hier eine Funktionenfolge gn von x nimmt, Sinus von nx, der Sinus passt doch hier eigentlich schon mal ganz gut, weil der Sinus macht zumindest mal, dass er im Unendlichen auch, also auch für große x, die ganze Zeit hin und her oszilliert. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und vielleicht nimmt man dann noch eine andere Frequenz dazu, die man aufmoduliert. Dann hat man vielleicht Sinus von x plus Sinus von 2x. Und dann sieht es vielleicht schon so aus, dass der hier ungefähr unten bleibt und hier ungefähr oben. Und in ungefähr kommt man so schon an das Signal ran. Und das macht man immer so weiter und irgendwann hat man das Signal. Und das ist das Programm. Wir nehmen jetzt nicht mehr Potenz rein, sondern rein, wo Sinus- und Cosinustherme drinstehen. Oder komplexe Exponentialfunktion, ist eh dasselbe. Und das ist das, was eine Fourier-Reihe ist. Also das ist nicht nur eine normale Potenzreihe. Also es ist keine Potenzreihe, weil da sind ja nicht einfach nur Potenzen von x drinnen, sondern wirklich trigonometrische Funktionen. Und das ist eben der Punkt, das approximiert uns Funktionen, die periodisch sind. Und ich meine, das kann man ja durchaus, was weiß ich, irgendeine Feder. Da hängt irgendeine Masse dran und jetzt wird die noch durch eine periodische Antriebskraft angetrieben. Sowas gibt es in der Technik durchaus und sowas kann man mit Fourier-Reihen lösen. Das ist eine Differentialgleichung mit einem Antrieb, mit einem äußeren Antrieb. Ja, und wenn der periodisch ist, kann man den Fourier-Reihen-Ansatz machen und der löst die Differentialgleichung. Und ja. Gut, ich habe jetzt schon über den Begriff der Periodizität gesprochen, ohne ihn zu definieren, aber das ist Definition 8.1. Naja, f von x ist halt f von x plus p und dieses p heißt halt Periode. Aber ich meine, klar, hier haben wir unser f von x. Und was wird die Periode von dieser Funktion hier sein? Naja, wann wiederholt sich das einmal? An der Stelle hier wieder. Also die Länge von diesem Ding, von diesem Intervall hier ist p. Weil bei f von x plus p ist die Funktion genau wieder identisch. Und dann geht es nach dem nächsten wieder weiter. Jetzt kann man Fourier-Reihen für allgemeine Periodizitäten machen, aber wir sind immer ein bisschen faul. Wir machen das einfach für p gleich 2π. Also wir machen alles 2π periodisch. Ja, weil Sinus und Cosinus sind halt auch 2π periodisch. Und
So, was will ich in der halben Stunde jetzt noch schaffen? Ich will relativ viel schaffen und wir lassen aber ein bisschen was weg, weil eine Sache mit dem Semester auch gar nicht unbedingt gemacht. Gut, das geht schnell. Weil der Punkt ist, wenn man Fourier rein verstehen will, muss man ein wenig in die Trickkiste aus der linearen Algebra greifen. Das erwartet man vielleicht nicht unbedingt, aber naja. Das möchte ich auch tatsächlich ungefähr so machen, weil so finde ich, versteht man das wirklich. Wir haben hier einen Vektorraum. So, das Problem ist, in der linearen Algebra sind diese Vektorräume alle endlich dimensional. Also man findet eine Basis, da sind endlich viele Vektoren drin, die spannen den Vektorraum auf. Na, jetzt könnt ihr euch schon denken, dass es vielleicht auch Vektorräume gibt, wo eine endliche Basis überhaupt nicht ausreicht. Das ist zum Beispiel auch hier bei den Potenzreihen schon der Fall. Die Exponentialfunktion, ich meine, das ist eine Sichtweise, die man durchaus haben kann. Die Exponentialfunktion ist eine Linearkombination von Polynomen. Da haben wir e1 plus x plus 1/2 x Quadrat plus ein Sechstel x hoch 3 und so weiter. Ich meine, dann hat man halt eine Basis. Die Basis ist 1, x, x Quadrat, x hoch 3. Diese Basis wird halt durch solche Polynome generiert, durch eine Funktionenfolge. Und jetzt tut man dann noch ein paar Zahlen davor und das ist dann eine Linearkombination. Das Problem ist, Linearkombinationen sind eigentlich immer endlich. Und für die Exponentialfunktion braucht man naheliegenderweise unendlich viele solche Terme, weil sonst wäre die Exponentialfunktion ein Polynom. Das kann nicht sein. Bei der Exponentialfunktion kann man sehr oft ableiten, kommt dieselbe Funktion raus. Wenn man ein Polynom lange genug ableitet, ist es das Nullpolynom. Aber wenn man sich jetzt mal diese Rigorosität ein bisschen runterfährt und sagt, ja, okay, dann lassen wir mal die Linearkombination unendlich werden, dann tut man halt unendlich viele solche Potenzen aufsummieren und hat die Exponentialfunktion. Aus der Sicht hat man das vielleicht noch nie gesehen, aber kann man ja so sehen. Und bei den periodischen Funktionen machen wir das genauso. Wir nehmen ganz viele Sinus- und Kosinustherme und summieren die zusammen. Und diese Sinus- und Kosinustherme sind unsere Basisvektoren mehr oder weniger. Weil was wir jetzt im Folgenden immer haben, ist Folgendes. Wir nehmen uns einen Vektorraum. Das ist der Raum der auf minus Pi bis Pi stetigen Funktionen. Weil was wir jetzt betrachten, wir nehmen ja Funktionen, die 2π periodisch sind. Das heißt, wir können die auf dem Intervall von minus Pi bis Pi studieren. Meinetwegen sieht die so aus. Ja, gut, das ist vielleicht nicht so. Ein Sinus mit Fourier rein zu lösen, ist ein bisschen unnötig. Aber das sieht so aus. Irgendein Dreiecksignal. Und dann setzen wir das 2π periodisch fort. Also danach geht es hier so weiter. Darunter und wieder so, zack. Und wir nehmen nur das Intervall von minus Pi bis Pi. Und darauf betrachten wir stetige Funktionen. Und was wir brauchen, das werden wir in der Analysis 3 weiter vertiefen, das werde ich jetzt nicht ansprechen. Das führt, glaube ich, eher zu Verwirrung. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein Skalarprodukt. Und ihr habt in der linearen Algebra über Skalarprodukte geredet, für R hoch n, C hoch n. Ihr habt auch hin und wieder mal ein Integral als Skalarprodukt hergenommen und genau das brauchen wir. Das Skalarprodukt von zwei Funktionen soll jetzt sein 1 durch 2 Pi Integral minus Pi bis Pi f komplex konjugiert g von x dx. Ich will das bewusst so machen, weil wenn man das aus der Sicht der linearen Algebra sich anschaut, sind Fourier-Reihen fast schon intuitiv. Das ist wirklich das Schöne daran. Das ist dann nicht nur eine Reihe, die steht irgendwo und das muss man halt ausrechnen, wenn es gefragt ist, sondern das ist wirklich fast schon intuitiv. Wir nehmen dieses Skalarprodukt und das ist natürlich ultra abstrakt. Diese Funktionen sind nicht irgendwelche Pfeile in irgendeinem Vektorraum. Ja, und wenn das Skalarprodukt 0 ist, sind die Pfeile irgendwie senkrecht zueinander. Aber auch hier kann man jetzt sagen, wenn das Integral 0 ist, sind die Funktionen orthogonal zueinander. So. Und natürlich muss man erstmal zeigen, dass es ein Skalarprodukt ist und so weiter, aber das lassen wir jetzt mal. Und was ihr in der linearen Algebra gemacht habt, war Orthonormalsysteme. Und hier ist unser Orthonormalsystem. Also,
Hier haben wir unseren Vektorraum. Hier haben wir unser Skalarprodukt. Und hier haben wir unser Orthonormalsystem. Und das Orthonormalsystem sind hier Basisvektoren e hoch i k x. Das sind unsere Basisvektoren. Und das k ist irgendeine ganze Zahl. Das heißt, was ihr jetzt hier schon seht ist, oder sieht, unsere Basis ist sozusagen schon unendlich dimensional. Wir haben jetzt unendlich viele solche e hoch i k x Terme. Ich glaube, in der Linienalgebra hattet ihr dazu mal eine Hausaufgabe, oder? Teilweise ja, teilweise nein. Ist ja wurscht jetzt. Das hier sind Basisvektoren. Nehmt das mal kurz hin. Es kommt gleich wirklich, warum das alles sinnvoll ist. Na gut, was heißt Orthonormalsystem? Wenn ich so einen Vektor nehme und einen anderen Vektor im Skalarprodukt ausrechne, kommt das Kronecker-Delta raus. Kennt ihr das? Das ist 1, wenn k gleich l ist. Und 0 sonst, also wenn k ungleich l ist. Das braucht ihr in der theoretischen Physik nächstes Semester. Und das ist also so ein Orthonormalsystem. Und was wir jetzt tun ist, wir definieren jetzt das, was wir wirklich brauchen. Also das ist jetzt das Vorgeplänkel und jetzt wollen wir Fourier-Koeffizienten und so weiter definieren, dass wir auch wirklich was ausrechnen können und nicht nur mit der Theorie rumspielen. Und wir konstruieren, das ist das Schöne jetzt, wir können uns diese Fourier-Reihe wirklich konstruieren wie in der Linienalgebra. Und das ist, denke ich, der Zugangsweg, der das wirklich greifbar macht. So. Definition. Wir definieren jetzt, was ein Fourier-Koeffizient ist. Und das ist am Ende nur ein Skalarprodukt. Und zwar was? F Hut von K, die Schreibweise kennt ihr aus dem Semester. Das ist das Skalarprodukt, also das ist definiert als das Skalarprodukt dieses von irgend so einem e hoch i k x, e k von x, mit f von x. Das ist einfach nur das Skalarprodukt. Ja, kann man auch konkret schreiben, das ist 1 durch 2 Pi, Integral minus Pi bis Pi, e hoch. So, jetzt muss man aufpassen. Das Skalarprodukt hier habe ich ja definiert. Und das erste Argument muss ich einmal komplex konjugieren. Ja, was wird dann aus dem i hoch i k x? Ein i hoch minus i k x. Und hier wird noch ein f von x ran multipliziert. Das ändert sich ja nicht, müssen wir nicht komplex konjugieren. Dx. Diese Formel kennt ihr vielleicht. F Hut von k ist das hier. Das ist das, einfach das, was man tun muss, wenn man Fourier-Koeffizienten ausrechnen muss. Ja, das ist der Carte-Fourier-Koeffizient. Habt ihr vielleicht nicht unbedingt in der Sichtweise jetzt gerade bekommen, früher, aber weil da habt ihr vielleicht nur diese Formel, die jetzt orange unterringelt ist, auswendig gelernt. Aber am Ende ist das wirklich nur ein Skalarprodukt. Na okay, jetzt haben wir diese Fourier-Koeffizienten, aber wir wollen ja auch wirklich eine Fourier-Reihe haben. Also die Fourier-Koeffizienten sind ja ganz nett. Und die Fourier-Reihe läuft jetzt am Ende auch über ein Argument aus der Linienalgebra. Ich schreibe sie vielleicht mal kurz hin, einfach, und dann schauen wir uns an, warum das irgendwas mit der Linienalgebra zu tun hat. Fourier-Reihe. Das ist einfach, die schreibt man häufig als groß F und im Index steht da klein f. Das ist die Fourier-Reihe von klein f. Und das ist die Summe über alle k aus z, f Hut von k, e hoch i k x. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger als bei normalen Reihen, weil wir halt über ganze Zahlen summieren. Also wir tun von minus unendlich bis unendlich aufsummieren. Und warum erinnert einen das an die lineare Algebra? Was habt ihr in der linearen Algebra gemacht? Okay, was wir jetzt mal kurz hinnehmen müssen, oder was der wesentliche Unterschied zur linearen Algebra ist, in der linearen Algebra wird ihr nie über Konvergenz reden müssen. Weil da habt ihr alles endlich gehabt. Da gibt es nichts, was irgendwohin konvergiert.
Was wir schaffen wollen, ist, dass unsere Fourier-Reihe gegen die Funktionen konvergiert, die wir entwickeln möchten. Weil bei diesem periodischen Signal, wir wollen ja, dass dieses Stufensignal durch diese blaue Fourier-Reihe approximiert wird. Das ist ja das Ziel. Das heißt, es muss konvergieren gegen die Funktionen. Also das muss in irgendeinem Sinne gegen f konvergieren. Nehmen wir mal an, das tut das. Ja, da gehört kein Pfeil hin, das ist ja schon die fertige Reihe. Nehmen wir mal an, das konvergiert wirklich und da kommt die Funktion raus. Was steht dann da? Dann steht hier f von x ist gleich, also es gehört jetzt nicht mehr zur Definition, das ist nur die Klarstellung, was hier eigentlich steht. Da steht hier eine Summe über alle k aus z. Das Skalarprodukt hier, oder dieses f-Hut von k ist ja definiert über so ein Skalarprodukt. Das ist also das Skalarprodukt EK mit F. Und hier wieder so ein EK. So. Kennt ihr diese Formel? In der Vorlesungsevaluation war ein häufiger Grund, warum ihr nicht erscheinen konntet, dass ihr LINAC nachschreiben musstet. Also jetzt nicht böse gemeint, aber dann habt ihr es ja gesehen, oder? Das habt ihr nämlich, glaube ich, letzte Woche in der LINAC-Probeklausur auch gehabt, sowas. Das ist nur die Darstellung in der Orthonormalbasis. Wir haben hier irgendeinen Vektor. Stellt euch das jetzt mal als einen Vektor im Raum vor. Meinetwegen im R3. Der Vektor steht auch hier wieder drinnen. Und das hier sind diese Basisvektoren. Im R3 ist es halt 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kann man auch andere Orthonormalbasis nehmen, aber das ist die kanonische. Und hier sind unsere Basisvektoren halt diese e hoch ikx, diese Teile hier. Und wir schreiben f einfach nur in dieser Schreibweise. Das ist eine unendliche Linearkombination, wenn man so möchte. Da stehen die Basisvektoren. Wir schreiben das ja als eine Summe von Basisvektoren. Und bei der Linearkombination kommen noch so Zahlen vor diese Basisvektoren, damit es auch wirklich aufgeht. Und das sind halt diese Skalarprodukte. Also das ist nur so ungefähr, wo das herkommt. Das ist eigentlich nur eine Überlegung aus der Linienalgebra. Wenn es konvergiert natürlich, das muss man dann noch klären, das tun wir auch gleich, aber das ist einfach mal so eine schöne Analogie, die man, denke ich, haben kann und die auch wirklich das Verständnis in meinen Augen fördert, weil Fourier-Reihen sind schon was, was ein bisschen abstrakter ist, aber naja, da kommt's her. Und dann auch wieder, wenn man in 3 Jahren mal sich an die Fourier-Analysis erinnert und vielleicht überhaupt nicht mehr die Fourier-Reihe auswendig weiß, naja, aber man weiß ja ungefähr, wie man sich eine Funktion oder einen Vektor aus einer Orthonormalbasis konstruiert und dann kann man sich vielleicht wieder die Fourier-Reihe denken. Oder wenn man auf einer einsamen Insel landet und so weiter. Ne? Und unbedingt eine Fourier-Reihe aufstellen muss, damit man weiß, wie man das Floß bauen muss, um von der Insel wegzukommen. Also das ist dann die ganz praktische Anwendung im Alltag. Gut. Jetzt haben wir hier das Problem, oder was heißt Problem? Das ist wirklich noch ein bisschen unanschaulich vielleicht. Und ein bisschen anschaulicher wird es, wenn man nicht da komplexe Funktionen reinschreibt, sondern Sinus und Cosinus. Ne, weil komplexe Exponentialfunktion ist nur Sinus, Cosinus. Und man kann diese Fourier-Reihe auch anders schreiben. Machen wir das vielleicht in einer Bemerkung. Also FF lässt sich auch schreiben. Und das ist dann wirklich die Anschauung, die man dann wirklich bekommt. Das ist eine Summe von Sinus- und Cosinus-Funktionen. Das lässt sich schreiben als FF von x. So, und da kommt zunächst so ein komischer Term a0 halbe plus Summe k gleich 1 unendlich. Das ist jetzt schon mal das erste Schöne, was wir hier bekommen. Das ist nicht mehr so eine Summe, die vom Minus unendlich bis unendlich läuft, sondern wieder eine ganz normale Reihe. Ja, was steht hier? Da stehen so Koeffizienten ak Sinus kx plus bk Cosinus kx. Das ist die sogenannte reelle Form der Fourier-Reihe. Also das da drüben ist die komplexe.
Das ist komplex. Und das ist die reelle Version. Das ist vielleicht auch einfach ein bisschen anschaulicher. Reell. Weil da hat man jetzt wirklich diese Intuition, okay, man überlagert Sinus- und Kosinustherme und kommt an die Funktion ran. Naja, was sind diese AKs und BKs? Habe ich es im Skriptum andersrum? Ah ja, da habe ich es andersrum, ja. Ist natürlich im Prinzip wurscht, man muss sich nur einmal auf was einigen, aber ja, danke. Ja, genau. Deswegen, also wenn man da dann B0 hingeschrieben hätte, B0 halbe hätte es gepasst, aber genau. Also da sollte man dann nicht unbedingt durcheinander kommen. Und hier sind diese Fourier-Koeffizienten, halt die AKs und BKs. Und die AKs sind die sogenannten Fourier-Kosinus-Koeffizienten. Das ist einfach f von x Cosinus kx integriert. Und die BKs sind die Fourier-Sinus-Koeffizienten. Ja, das muss man halt dann ausrechnen. Das ist die reelle Form der Fourier-Reihe. Und das ist vielleicht auch eine kleine Bemerkung, die dann wirklich auch Relevanz hat, wenn man dazu eine Aufgabe lösen möchte. Das sind ja Integrale, die sind nicht so, also das kann Aufwand sein, die auszurechnen. Naheliegend. Also je nachdem, was f ist, muss man ja zumindest ziemlich sicher schon mal partiell integrieren. Vielleicht wäre es ja ganz schön, wenn eines von diesen beiden Integralen überhaupt nicht ausgerechnet werden muss, weil klar ist, was der Wert das schon ist. Und das ist nämlich das, was hier in der Bemerkung 8.7 steht. Was steht in Bemerkung 8.7? Schauen wir uns mal an. Also nur so dazu hier. Wenn f gerade ist, kann man sich jetzt überlegen, welcher von den beiden Koeffizienten ist 0? Wenn f gerade ist, was ist dann mit bk? F ist eine gerade Funktion, Sinus ist ungerade. Gerade mal ungerade gibt ungerade Funktionen. Und dann ist dieses untere Integral halt über eine ungerade Funktion von minus pi bis pi. Ja, das ist das Integral 0. Für gerade f ist der Fourier-Sinus-Koeffizient 0. Also wer dann in der Klausur nicht nachdenken möchte, der merkt sich einfach, ne, Fourier-Sinus, das ist ja der ungerade Teil. Wenn dann f gerade ist, ist der einfach 0. Und jetzt machen wir dasselbe natürlich nochmal für f ungerade. Ja, das ist genau andersrum. Was ist die Argumentation, wenn f ungerade ist? Ja, dann schauen wir uns das obere Integral an. Ungerade Funktion mal gerade Funktion gibt wieder ungerade Funktion. Ja, und ungerade Funktion integriert 0. Also das ist wirklich eine Bemerkung, als ich meine Analysis 1 Klausur geschrieben habe, habe ich bei der Aufgabe zur Fourier-Reihe nicht sofort erkannt, dass die Funktion eine Symmetrie hat. Dann habe ich eine von diesen beiden Koeffizienten auf so einer halben Seite ausgerechnet und es kam 0 raus. Und es gab halt einen Punkt drauf. Mehr nicht. Weil man hätte es ja sofort sehen können. Also wenn sowas drankommt, dann wisst ihr jetzt, das spart wirklich 5 Minuten Zeit. 5 Minuten, die man woanders wertvoll, das ist ja vergeudete Zeit. Es gibt keinen einzigen Punkt dafür, dass man das ausrechnet. Also, es gibt einen Punkt fürs Ergebnis, aber auf das Ergebnis hätte man auch ohne so eine dämliche Rechnung kommen können. Dann machen wir mal ein, naja gut, das Beispiel hier, das Beispiel 8.8, muss ich glaube ich nicht im Detail jetzt vorrechnen. Da hat man so ein Sägezahnsignal. Also ich tue es vielleicht nur kurz illustrieren, was da so passiert. Weil der Punkt ist, zur Fourier-Reihen, die Rechnungen sind nur integrieren. Das ist nichts Neues. Ja. Auf die Darstellung wechseln? Ja. Weil im Prinzip kann man halt dieses e hoch i kx schreiben als Cosinus kx plus i mal Sinus kx und dann kommt man auf diese Schreibweise da drüben. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber das war mal eine Zentralungsaufgabe, wenn ich mich nicht
wenn ich mich richtig erinnere. Aber das, also klar, das, also von der Darstellung kommt man auf die. Das geht immer und auch andersrum. Weil Sinus, Cosinus und Exponentialfunktionen sind nichts anderes eigentlich im Komplexen. Also das Beispiel 8.8, das ist ein bisschen partiell integrieren, deswegen das kürze ich jetzt nur so ein bisschen ab. Da hat man halt hier so ein Sägezahnsignal, also irgendwas, was immer so, was so periodisch, zack, und dann wieder runter, zack, und wieder runter, zack. Und da muss man überhaupt nichts rechnen, um zu sehen, naja, AK ist 0. Also das ist halt f von x gleich x. Und das 2π periodisch. Und BK muss man dann wirklich ausrechnen. Also BK ist dann halt 1 durch Pi, Integral minus Pi bis Pi, x mal, ja, BK ist ja eben der Sinuskoeffizient, Sinus Kx. Ja, und das hier ist jetzt partielle Integration. Den Sinus, also das bei der partiellen Integration hier, das x leitet man vielleicht ab, weil dann fällt es weg, dann hat man eine 1. Und beim Sinus, da macht es ja nicht so einen Unterschied, ob man ihn integriert oder ableitet, weil ändert sich halt vielleicht das Vorzeichen. Aber da leitet man vielleicht den hier ab in der partiellen Integration, weil dann ist das x weg. Ja, und das kann man ausrechnen. Da kommt halt eine Darstellung raus. Also das Ergebnis schreibe ich vielleicht kurz hin. Also gut, da steht dann, da kommt 1 durch Pi mal ja, minus 2 durch k minus 1 hoch k raus. Das ist vielleicht eine gute Übung, das Beispiel wirklich durchzurechnen mal dann. Und für die Fourier-Reihe schreibe ich mal die ersten Koeffizienten hin, damit man nochmal sieht, wie das so aussieht. Also da ist irgendein Vorfaktor. So, minus Sinus x plus 1/2 Sinus 2x minus 1/3 Sinus 3x. Und das geht halt so weiter. Und ihr seht jetzt wirklich, das ist eine Überlagerung. Sinus mit Frequenz 1, Sinus mit Frequenz 2, Sinus mit Frequenz 3 und es geht immer so weiter. Ist eine Überlagerung von periodischen Signalen. So, jetzt gibt es noch einen wichtigen Satz, den man auch wirklich machen müssen. Also das ist eine Aussage, die von so großer Bedeutung für die Theorie von Differentialgleichungen ist, dass man sie nicht auslassen können. Man kann nämlich Differentialgleichungen mit Methoden der Fourier-Analysis lösen, wenn sie linear sind. Und die frohe Botschaft ist, man kann nicht nur gewöhnliche Differentialgleichungen so lösen, sondern sogar partielle. Mit partiellen Differentialgleichungen hattet ihr vielleicht bisher noch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das kommt auch erst so richtig in der Elektrodynamik und auch dann in der Quantenmechanik. Also die Maxwell-Gleichungen, alles partielle Differentialgleichungen. Die Schrödinger-Gleichung ist eine partielle Differentialgleichung. Der statistischen Physik gibt es die von Neumann-Gleichung, ist auch eine partielle Differentialgleichung. Die Einsteinschen Feldgleichungen. Und die muss man halt, die möchte man vielleicht lösen. Und bei partiellen Differentialgleichungen geht das einfach kaum. Aber es gibt doch eine Methode, die hin und wieder mal funktioniert. Zum Beispiel für die Schrödinger-Gleichung. Und was man nämlich dort ausnutzt, also das ist der Satz 8.10. Man kann nämlich mit Fourier-Reihen und dann in der Analysis 3 mit Fourier-Transformation Ableitungen kaputt machen. Wenn man nämlich die n-te Ableitung von einer Funktion ausrechnen will, das wissen wir ja mittlerweile, das kann nervig sein. Weil Funktionen beim Ableiten in aller Regel schwieriger werden. Polynome nicht, die werden irgendwann 0. Sinus von x ist auch nicht schwer. Ist halt Cosinus, dann Minus Sinus, Minus Cosinus und wieder Sinus. Jetzt nimmt aber mal Sinus von x hoch 15. Leitet den einmal ab. Habt ihr 15x hoch 14 mal Cosinus von x hoch 15. Und jetzt leitet ihr das nochmal ab. Habt ihr die Produktregel, braucht ihr dann, leitet das nochmal ab. Rechnet davon mal die n-te Ableitung aus. Wenn jetzt sagt aber irgendein Satz aus der Fourier-Analysis, wir rechnen davon mal den Fourier-Koeffizienten aus. Das ist einfach nur IK hoch N, F Hut von K. Ultra angenehm.
Weil, das illustriere ich jetzt nur ganz kurz an einem simplen Beispiel. Wenn man eine Differentialgleichung nimmt, meinetwegen x Punkt Punkt gleich f von x, irgendeine mal, dann kann man das ganze Ding Fourier transformieren. Ja, da braucht man dann die Fourier-Trafo. Gut, das f Fourier transformiert man zu einem f-Hut von k. Und dieses x Punkt Punkt kann man auch Fourier transformieren mit diesem Satz dort. Also man schreibt das vielleicht dann als zweite Ableitung. Ja, und wenn man da n gleich 2 einsetzt, die zweite Ableitung, Fourier transformiert, ist was? IK Quadrat F Hut von K. Ne, IK Quadrat ist minus K Quadrat. Ja, hier haben wir halt nicht F Hut, sondern X. Dann steht hier minus K Quadrat X Hut von K. Kann man auflösen, dann steht da X Hut von K ist minus f Hut von k durch k Quadrat. Und jetzt, was man jetzt noch tun muss, ist, dass man sich überlegt, wie kriegt man diesen Hut wieder weg, dass man zurück zu x kommt. Da gibt es Methoden, aber das machen wir jetzt nicht. Machen wir in einer 3. Weil das hat den Vorteil, wir haben die Lösung. X, das wollen wir haben. Das ist der Vorteil. Diese Fourier-Reihen machen die Ableitungen einfach kaputt. Die gehen weg. Das ist schön, weil Ableiten ist ein schwieriger Prozess. Das nimmt auch viel Rechenkapazität in Anspruch, wenn die Ableitungen schwieriger sind. Und mit Fourier-Analysis sind alle Ableitungen einfach weg. So, dann haben wir jetzt noch 4 Minuten, um über die Konvergenz zu reden. Das mache ich ganz kurz, das geht wirklich flott. Im Prinzip gibt es da zwei wichtige Aussagen, die man können muss. Wenn die Funktion, also ja. Machen wir es auch wieder mit einem Bild. Im Skriptum sind die ganzen Sätze wirklich auch ausformuliert. Wenn die Funktion, meinetwegen, ein Rech machen wir mal so ein Signal, da konvergiert die Fourier-Reihe definitiv gegen die Funktion. Weil, wenn man dort, der Punkt ist, wenn f stetig differenzierbar ist, stückweise stetig differenzierbar, stückweise stetig differenzierbar ist, das ist ja hier der Fall. Also hier ist es zwar nicht und hier auch nicht, aber dazwischen ist es das. In gewissen Abschnitten ist es stetig differenzierbar. Und wenn es gleichzeitig stetig ist, also f muss auch stetig sein, das ist hier auch der Fall, ne, das ist eine stetige Funktion, dann konvergiert die Fourier-Reihe gegen die Funktion. Zack, dann tut es das sofort. Also wenn man da die Fourier-Reihe ausrechnet, irgendwie Überlagerung von Sinus, Cosinus, konvergiert gegen die Funktion. Das ist ein Satz. Und den anderen Satz, den mache ich auch nur an einem Bild schnell. Wenn das ne, weil es gibt ja auch durchaus Sachen, wo es unstetig ist. Das, was ich hier gerade wegwische, wäre ein Beispiel dafür. Wir machen es kurz am Beispiel von einem Rechtecksignal. Also, dann haben wir es auch schon für heute. So, wenn ich jetzt mal so ein Rechtecksignal nehme, das ist ja hier mal unstetig. Was macht die Fourier-Reihe? Also, wenn man die Fourier-Reihe hier ausrechnet, das passt hier gut zur Funktion. Und in der Nähe von dieser Sprungstelle fängt das Ding an zu oszillieren. So. Und danach passt es wieder. Danach geht es wieder in die Funktion über. Ja. Danach geht es wieder in die Funktion über. Aber in der Nähe von dieser Sprungstelle macht es mal so ein bisschen Faxen. Und das sieht man tatsächlich auch, wenn man in zum Beispiel JPEGs mit dem Computer schnell reinzoomt, ist es ja mal kurz verpixelt. Weil was macht der Computer? Der macht eine Bildkompression und das läuft alles mit Methoden der Fourier-Analysis. Und dann muss der das. Dann tut man schnell reinzoomen, dann ist es verpixelt. Da wartet man kurz, der Computer rechnet neu und dann kommt wieder ein scharfes Bild raus. Und der Grund, warum, das ist das sogenannte Gibbsche Phänomen. Da oszilliert es auf einmal kurz. So, und wohin konvergiert die Fourier-Reihe hier? Außerhalb der Sprungstelle konvergiert die Fourier-Reihe gegen die Funktion.
An der Sprungstelle gegen den, da kann man Grenzwerte ausrechnen von der Funktion. Also man kann von der Seite den rechtsseitigen Grenzwert ausrechnen. Man kann von der Seite den linksseitigen Grenzwert ausrechnen von der Funktion, links und rechtsseitig. Und die Fourier-Reihe konvergiert für die Sprungstelle, nennen wir sie mal x0. An der Sprungstelle konvergiert die Fourier-Reihe gegen den Mittelwert FL plus FR halbe. Also was macht die Fourier-Reihe? Die Fourier-Reihe sieht so aus, die zack, man muss vielleicht doch mit Orange wieder. Passt zur Funktion, zack, zack, zack. An der Stelle hier konvergiert sie gegen den Mittelwert. Und hier oben, na, da geht es wieder weiter, da passt es wieder mit dem Rechtecksignal überein. Stimmt es wieder überein. Aber an dieser einen Stelle hier, an der Sprungstelle, ist es das Mittel, der Mittelwert. Genau, das war der Satz 8.16 und 12 Uhr. Schöne Pause.